Mein Tower Modetipps. Sexy, verführerisch, erotisch. Es kommt die Weiblichkeit richtig gut zur Geltung. Es sieht fantastisch aus. Und es ist für jede Frau ein regelrechter Höhepunkt. Mittlerweile greift man jetzt wieder auf nackte Haut, um das Dekolleté richtig gezielt in Szene zu setzen. Unsere Trends sind aber nicht nur was für oben drüber. Ich habe das in der Zeitung gesehen von dem neuen Trend und habe gedacht, ja, ich probier's mal aus. Vielleicht steht mir's, gefällt mir's. Hier wird die maskuline Brust zum Kunstwerk. Männer ohne Brusthaare, das war gestern. Der neueste Trend erfordert Haare pur. Je mehr, umso besser. Wenn jemand viele Haare hat und schwarz, sieht natürlich besser aus, kann man filigrane Sachen machen. Ansonsten sieht's aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Vielleicht kriege ich eine mit dem Nudelholz über, aber ich wollte halt mal was anderes ausprobieren und mir gefällt's. Haarig geht es weiter. Mit Punkfrisuren für jede Gelegenheit. Man geht also ans Haupthaar ran, klackt das vorne zu, zieht es ein bisschen nach hinten, hinten rein und fertig ist das. Also ein bisschen stylen. So, und fertig ist das, ja. Ich bin keine Punkerin. Damit sind wir zum Fußballspiel gegangen. Sind super aufgefallen, habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Fußball verbindet. Von Kopf bis Brust. Mit diesem Trikot wird Fußball zur Nebensache. Das heißeste Trikot der Welt wird einfach aufgesprüht. Also generell wasche ich mich alleine ab. Ich nehme da keinen mit dazu. Flagge zeigen geht auch ohne nackte Haut. Die Flagge gesehen mit dem Wiesbadener Wappen, gelbe Lilien auf blauem Grund und dachte mir dann, Mensch, das könnte eigentlich auch ein ganz schickes Hawaii-Hemd sein. Daraus entstand eine komplette Kollektion. Ich würde am liebsten nur noch Hawaii-Hemden machen, also da geht mir wirklich das Herz auf, also ich habe da wirklich Spaß dran. Sie steht total auf Blumen, aber eben nicht nur auf dem Tisch, sondern in ihrem Mund. Einfach blumig, lecker. Man ist neugierig, wie denn eigentlich eine Blüte schmeckt, ob sie genauso schmeckt, wie sie riecht. Dufte Modetrends hat Maintower auch für ihre vierbeinigen Begleiter. Ins Feld geht der 5-jährige Toni am liebsten ganz lässig mit seinem schicken Schlapphut. Seine junge Hundefreundin Luna bevorzugt ihr sportliches rosa Käppi auf dem Köpfchen. Hauptsache bunt und trendy. Zum Ausgehen tragen die beiden Wuffis aber noch etwas dicker auf. Zum Eisschlecken kommt der abgefahrene Fellhut auf dem Kopf. Natürlich im Partnerlook. Auch unsere Reporter sind sich für keinen modischen Feldversuch zu schade. Eigentlich trage ich ja keinen Bart, aber heute habe ich mir meinen schönsten Oberlippenbart angeklebt. Nicht wirklich schön. Ist der angeklebt? Nee. Der soll angeklebt sein, nein. Hätte ja sein können. Nee. Nein. Okay. Sie haben ja das Gesicht dazu. Mir kommt er ein bisschen altmodisch vor. Ein bisschen klein. Ist zu klein? Ja. Trend hin oder her, ich find's total unbequem, diesen Oberlippenbart zu tragen. Warum sich manch Trend nicht durchgesetzt hat, wissen wir auch nicht. 2005 wird das Jahr der Männerhandtaschen. Das Design wirkt sehr männlich, da sie ja aussieht wie ein Revolverhalfter. Trends verändern sich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese hier irgendwann einmal alle wiederkommen. Lack auf nackter Haut. Das ist der wohl heißeste Modetrend des Spätsommers. Und mit so schönen Aussichten kann der Sommer ja nur hot werden. Fehlt nur noch der Sommer.